Hallo Leute, so, da bin ich wieder. Und zwar geht es heute um Folgendes. Heute ein kleines Paket von drei Fahrrädern. Die Räder sind alle im Bastlerzustand. Und zwar ist es einmal dieses wundervolle Ex-Mietrad von mir. Ja, hier, ja, hier, ja, 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 ja. Einmal, das stand jetzt auch, wie gesagt, die letzten Jahre draußen. Und muss man sagen, das Licht funktioniert sogar noch. Also wie gesagt, eigentlich total urstabile Räder. Ich habe mir selber davon eins umgebaut von diesen Rädern. Und zwar mit Rohloff drin und Schickischnack und Magura Federgabel. Und das ist ein richtig geiles Rad geworden. Aus dem Rad kann man richtig was machen. Also jetzt habe ich mal gesagt, das ist da mit dabei. Ja, dieses Rad. Dann ist dieses E-Bike, Bike Touring, Alu Touring, Sachs. Die Siebengangschaltung ist repariert, die war defekt, die hatte ein defektes Teil, der Teil repariert, neue Kette ist drauf, ja, der Akku ist tot, der ist auch nicht mehr mit dabei, der wurde entsorgt bereits, weil der ist wirklich tot gewesen. Und ansonsten, meine Tendenz ist, Vorderrad mit E-Motor ausbauen und ein vernünftiges Vorderrad, ein einfaches Vorderrad einbauen, ein leichtes. Und man hat ein vernünftiges Fahrrad, also ein 7-Gang-Damen-Fahrrad, was wirklich gut fährt. Hat die geile Schaltung, der Griff alleine, aber manche schon 30 Euro für haben. Ja, hier, diese, warum auch immer, aber es ist eigentlich dieser Einhandhebel, der ist wirklich geil. Ja. Er funzt hoch und macht Spaß, Einhandhebel einfach zu bedienen. Ja. Wer will, baut sich das wieder als E-Bike auf, um. Ja, und dann läuft das Ding auch wieder. Aber es entspricht natürlich nicht mehr dem heutigen Standard von E-Bikes, muss man dazu sagen. Also heute, die sind alle ganz hochgezüchtet. Es ist nur unterstützend bis 25 km/h. Ursprünglich mal, es hatte damaligen Tests sehr gut, sehr, 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 sehr gut abgeschnitten. Ich habe es damals gebraucht gekauft, weiß ich noch, für 450 Euro, glaube ich. Waren es defekt, ja, also sprich, die Schaltung war im Arsch und das war aus dem Nachlass. Ansonsten nie vermietet, nie verkauft sozusagen, also das stand dann einfach, das war eins der Projekte, ich habe es nur repariert hinten, die Schaltung, das habe ich detailliert getauscht, weil es dann defekt war und ansonsten habe ich nichts weiter gemacht. Und durch das lange Stehen war halt der Akku dann auch irgendwann tot und dann wurde der entsorgt und so weiter und so weiter. Also wie gesagt, meine Tendenz dafür, bei dem Rad. Achso, und hier war, mit der Vollständigkeit halber, hier ist die Halterung, also hier ist das Gehäuse gebrochen. Aber das Ding hat funktioniert, also Stecker ran, funktioniert, das läuft auch. Aber weg damit. Ausbauen, umbauen, ein geiles normales Vorderrad rein und du habt ein schönes 28 Zoll 7 Gang Damenfahrrad, was lange halten wird. So, also Mietrad, das Rad und dann haben wir hier noch ein Mietrad. Na nü, wo ist es denn? Noch ein ehemaliges Mietrad, eins meiner ersten. Wie ihr seht, das stand wirklich sehr, 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 sehr lange draußen. Und zwar so lange draußen, das ist ein bisschen ominös. Ja, das Rad war offensichtlich, wurde mir mal geklaut. Ja, das ist eins von diesen, meinen allerersten Mieträdern. Wurde mir geklaut, war lange Zeit weg und wurde mir zurückgebracht. Stand dann irgendwann jetzt, vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, stand es auf einmal vorm Laden. So, hat es bestimmt auf irgendeinem Hof sich angefunden. Also beziehungsweise ist keins von diesen geklauten Rädern, sondern eins von denen gemietet und nicht zurückgebracht. Ne? Weil wir müssen unseren Flieger noch kriegen. Schnell ab ins Flugzeug und so. Oh ja, tut uns leid, das Rad steht da und da. Hol's mal ab oder so. Das sind ja noch die Leute gewesen, die gut gemeint haben, aber die haben auch viele tatsächlich, die sich ein Rad gemietet haben und es gar nicht zurückgegeben haben, beziehungsweise sich am nächsten Morgen nicht mehr erinnern konnten, wo sie das Rad geparkt haben. Weil sie natürlich, wenn sie in Berlin sind, wollen sie Party machen. Ja, dann wollen sie Spaß haben. Dann gehen sie los, besaufen sich, machen und tun und dann irgendwann, Mietrad, Ecke, weiß ich nichts von. Ja, hast natürlich Probleme.
kriegst ja keinen irgendwie zur Verantwortung gezogen. Du fliegst ja jetzt auch nicht nach England mal eben oder nach Spanien und sagst, du Kollege, jetzt hier, wo ist mein Rad? Dass die das nicht mitgenommen haben, ist auch klar, das steht irgendwo in Berlin. Keine Ahnung, such mal. Viele so eine Sachen hatte ich tatsächlich gehabt, ja. Ja, das ist eins davon. Ich kam wieder zurück, könnte haben, ist 28 Zoll, Darmrad. Ich glaube, es ist die kleine Höhe mit 48 Zentimetern, 48 oder 50 Zentimetern Rahmenhöhe. Aber fahrbar eben war es für alle. Die Kette muss definitiv neu gemacht werden. Ansonsten die Bremse, natürlich Bremszüge und so. Das ist alles fest, Bremszüge, Schaltzüge. Aber als Basis dient das allemal. Dieses Rad gibt es von mir. Das E-Bike gibt es von mir. Und natürlich dieses unverwüstliche Tragegang. Bremse einwandfrei, Antrieb einwandfrei, läuft, ja. Also das ist in Ordnung hier, das muss nur mal gesäubert werden, ein bisschen aufgefrischt werden, aufgepackt werden, vielleicht noch in den Gang rein. Das Alu-Bike, die Sachen mit Vorderrad drin und so. Die drei Räder hätte ich jetzt heute im Angebot für euch, und zwar für insgesamt 100 Euro, ist ein Unkostenbeitrag sozusagen, ja. Weil einfach, das sind sie minimal wert. Wenn ich jetzt hier sage, 33 Euro Stück, sind sie wert. Ich will sie nur zusammen verkaufen. Die gehen als Paket weg, die drei Stück. Ja. Also, wer Bock drauf hat, sagt Bescheid, meldet sich und holt die Dinger einfach ab. Ja, darum geht's. Und dann sag ich mal, melde ich mich demnächst mit dem nächsten Video wieder bei euch. Dann kommt das nächste Paket an den Start. Ich muss hier langsam ein bisschen mal klar Schiff machen. Deswegen kommen jetzt so ein paar Videos mit Rädern, wo ich einfach nicht mehr die Zeit habe, die selber zu basteln. Also, möchte ich mal sagen, dann verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch ein Frohfest, einen guten Rutsch denn später auch ins neue Jahr. Ich denke mal, ich werde euch nicht mehr dieses Jahr melden, weil wir jetzt auch ein bisschen abspannen und so und ein bisschen Familie, ja, ist ja auch wichtig. Also wir sind alle ein bisschen krank gewesen, ein bisschen angeschlagen die letzte Woche, deswegen kamen dann jetzt auch keine weiteren Videos. Uns ging es ja nicht mal so gut und das immer abwechselnd ist bei so einer großen Familie auch so eine Sache. Das wisst ihr auch, jeder, der Familie hat, weiß, wie es funktioniert, dass es so ist, ist halt schwierig, ne? Alles unter einen Hut zu kriegen. Ja, da musst du den einen zur Schule fahren, der andere bleibt wieder zu Hause, dann der nächste in die Kita, ja, nee, weiß nicht. Oder dann kommt ein Anruf aus der Schule, hol mal dein Kind ab, dem geht's nicht so gut. Das hatten wir jetzt die letzten zwei Wochen, hatten wir das intensiv, dieses Hin und Her. Ja, trotzdem, sei doch gesagt, das ist jetzt das nächste Paket, was ich hier abstoße. Was ich gerne gebe, also wie gesagt, es sind schon, mal gucken hier, was ist denn hier, also ein Nabendynamo hat dieses Rad noch, gilt vielleicht zu sagen, dieses hier hat hier vorne ein Nabendynamo drin, ja. Ach, wo ist es denn, das ist so schwer sagen, ja, da unten, Nabendynamo ist drin, hat auch alles funktioniert, einst im Mai, wahrscheinlich ist das schon 4 Jahre her. Wer Bock drauf hat, meldet sich. Ja, und dann kriegen wir es schon hin. Achso, was es noch zu sagen gibt, ist natürlich folgendes. Der Diamondback-Rahmen ist auch noch da. Also wer, wie gesagt, dieses eine Paket hier abholt, gerne. Das sind nämlich diese drei Räder. Zeig sie nochmal, so alle in Ebenbild. Also das Alu Touring 7 von Sachs, 7-Gang von Sachs mit Frontantrieb, ursprünglich mal halt 7-Gang Nabenschaltung und so weiter. Eins von meinen urstabilen Mieträdern mit dem personalisierten Aufkleber von Tommy Müller Bikes, TMB. Wir haben sie auch da hinten an der Tafel. Und ein lange verschollener Survivor, ein Berlinrad, was sozusagen den wahrscheinlich alles erlebt hat, was es in Berlin so an Kuriositäten gibt, von ich miete mir mal ein Rad bis ich werde dann mal vermisst, ich werde wahrscheinlich von 1000 Pennern genutzt, bis hin zu jetzt bin ich wieder zu Hause.
Was ich aber jetzt nicht mehr aufbaue, weil der Laden nicht mehr existiert. Also, wer diese drei Räder haben möchte, das wäre ein Huni zusammen. Aber der Diamondback gibt es da natürlich gratis mit dabei. Ja, also sozusagen habt ihr jetzt schon vier Teile. Also es stockt sich immer auf. Könnt ihr auch dazu packen, aber ihr wisst Bescheid. Also wer Bock drauf hat, einfach melden. Ja, also macht's gut, bis dann. Ciao, sagt der Tommy.